Der Hersteller von Fernwärmestationen, Blockheizkraftwerken und weiteren Wärmeversorgungslösungen Jados im Gewerbegebiet Naht in Hoyerswerda will sich vergrößern. Geschäftsführer Frank Stieler und Prokurist Olaf Besser blicken dabei vor allem auf den aktuellen Boom bei Wärmepumpen. Besser rechnet mindestens mit einer Verdopplung des Umsatzes in der gesamten Branche, schon in wenigen Jahren, wie er bei einer kürzlich stattgefundenen Pressekonferenz bekannt gab. Um der erwarteten hohen Nachfrage gerecht zu werden, sollen noch in diesem Jahr zwei neue große Hallen auf dem Unternehmensgelände gebaut werden. Wenn der Winter nicht zu lang ist, werden wir im März den Spatenstich in Hoyerswerda gemeinsam machen. Und dann geht es gemeinsam mit der Firma Goldbeck aus Bautzen los, die Hallen hier hochzuziehen, insgesamt 12.000 Quadratmeter. Und die Meilensteine sind so angelegt, dass wir im Dezember hier fertig sein werden und dann sukzessive die Hallen wieder füllen. Mit der Vergrößerung im laufenden Betrieb geht auch eine Steigerung der Mitarbeiterzahl einher. Von aktuell etwas über 300 soll die Anzahl auf über 600 Mitarbeiter wachsen. Dafür sucht das Unternehmen aktiv nach Schweißern, Elektrikern und weiteren Fachkräften. Laut Olaf Besser richtet man dabei auch einen kleinen Blick auf die europäischen Nachbarländer und bietet softwareseitig neben Deutsch auch Englisch und Russisch an. Am Standort in Hoyerswerda wird in den neuen Hallen künftig zum einen die Produktion der Schaltschränke für Wärmepumpen verlegt, welche aktuell noch im ehemaligen Edeka-Markt untergebracht ist. Zum anderen liegen in der zweiten neuen Halle aber auch die Fernwärmestationen im Fokus. Auch da sehen wir, dass der Markt sich in Deutschland und Europa verdoppeln, verdreifachen wird, weil einfach das Gebäudeenergiegesetz vorschreibt, dass in den nächsten Jahren inklusive der kommunalen Wärmeplanung diese Medien, ich sage mal, zwangsweise vorgeschrieben werden. Ne? Jados selbst will auf den beiden neuen Hallen auch Photovoltaikanlagen installieren, um zumindest in den sonnigen Sommermonaten nahezu autark arbeiten zu können. Darüber hinaus werden auch Wärmepumpen für die Gewinnung von Erdwärme installiert. Bis Ende des Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Ziel der Verantwortlichen ist eine Weihnachtsfeier in den neuen fertigen Produktionshallen. Insgesamt investiert Jados rund 20 Millionen Euro.